Herzlich willkommen zum Thema Tabellen im DMC pflegen, Import-Export. Mein Name ist Beate Krug und ich bin Consultant bei der Infomotion GmbH, die das DMC entwickelt hat. Über die Schaltfläche auf der Startseite oder über den Administrationsbereich gelangt man in die Tabellenansicht. Dort stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung zur Datenpflege, Datenimport-Export, historische Betrachtung, QS-Management, Berechtigung sowie Tabellen- und Spaltenadministration. In einer kurzen Live-Demo möchte ich Ihnen heute zeigen, wie Sie Daten importieren und exportieren können. In diesem Beispiel möchte ich die Tabelle Umsatzübersicht bearbeiten. Dazu wähle ich diese Links in der Tabellenübersicht aus. Ich gelange nun zur Tabelle. Ich sehe, dass die Tabelle noch keine Datensätze beinhaltet. Über den Import von lokalen Dateien kann ich einfach neue Datensätze zu bestehenden DMC-Tabellen hinzufügen. Über Upload-File kann ich eine lokale Datei auswählen. In einem nächsten Schritt muss ich die Spalten aus der Upload-Datei den Spalten der DMC-Tabelle zuordnen. Die Zuordnung erfolgt im Normalfall automatisch. Eventuell müssen dennoch manuell Anpassungen vorgenommen werden. Habe ich alle Spalten korrekt zugeordnet, kann ich den Importmodus auswählen. Ich kann dabei unterscheiden, ob ich die Tabelle leeren und dann Datensätze hinzufügen möchte oder ob ich bestehende Datensätze behalten und die neuen nur hinzufügen bzw. bestehende ändern möchte. Des Weiteren kriege ich Informationen über die Upload-Datei angezeigt. In diesem Fall liegen 70 Datensätze vor. Da in meiner Tabelle noch keine Daten vorhanden sind, wähle ich aus, dass ich Datensätze hinzufügen möchte. Über einen Klick auf Importieren werden alle Datensätze aus der ausgewählten Datei importiert. Ebenfalls kann ich Dateien aus einer DMC-Tabelle jederzeit exportieren. Hierbei habe ich die Auswahl zwischen den Dateiformaten Excel und CSV. Nach dem Export kann ich die Datei wie gewohnt weiterverarbeiten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich Ihnen einen guten Einblick in die Funktionsweise des DMC geben. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihre Infomotion-Ansprechpartner Mirza Duheric und Christoph Arnold oder schauen Sie sich weitere Videos zu Funktionen des DMC an. Vielen Dank und auf Wiedersehen.